Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge ARK. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir hatten einen kleinen Ausfall, was ARK betrifft, denn ich habe es mit der neuen Software Game Capture aufgenommen und ja, jetzt gerade eine ganze Folge ohne Ton, weil sich wieder alles resettet hat in den ihren Einstellungen. Also ich bin nicht ganz so begeistert momentan, auch dieses Mega-Asynchrone da drin. Also ich werde mit denen auf jeden Fall mal Kontakt aufnehmen und mal nachfragen, wie man das ein bisschen feiner einstellen kann. Jetzt nehme ich wieder auf, wie gewohnt halt, mit meiner alten Qualität, also der guten Qualität sozusagen. Und werde auf jeden Fall mal Game Capture mal anschreiben. Also ich habe ja einen Draht zu einem Entwickler, Gott sei Dank. Und mal schauen, ob wir das ja irgendwie mal zusammen einstellen können. Also ich bin zu doof dafür scheinbar. Okay. Was ist in der Folge, die ich komplett ohne Ton aufnehme, passiert? Ich bin in die Berge gegangen, wollte Sulfur holen, weil ich möchte diese Brandpfeile machen, die ihr mir als ziemlich gut empfohlen habt. Ich möchte sie natürlich gerne ausnutzen oder benutzen und ja, dafür fehlt mir halt Sulfur für die Pfeile. Öl habe ich ein bisschen, also ich zeige euch mal mein Inventar. Och man, das stellt sich auch immer wieder zurück. Das geht mir langsam alles auf den Keks hier, ehrlich. So, Tab. Steht sogar Tab da. So, Zap. Ne, wir haben einiges an Hide dabei, ein bisschen was an Holz. Ich habe Sparkpuder gemacht, weil ich das Holz nicht mehr verpulvern wollte. Und so weiter und so fort. Also eigentlich ganz gut alles. Es lief eigentlich super. Mein Fleisch war verwest wie die Hölle in der Tasche. Ich habe ein paar, also nicht viel, Narkotiks hergestellt. Und so weiter und so fort, habe ich gerade gesagt. Ne? Gut, Sulfur. Das ist das, was ich mir eigentlich holen wollte. Und das will ich heute mit euch machen. Die Folge kommt jetzt sehr spät. Das liegt aber daran, dass die Folge eigentlich rauskommen sollte. Ich fand das ganz gut. Die letzte, die wir damit aufgenommen haben, wo ich dann ja auch Mikrofon eingeschaltet hatte, was sich leider einfach so wieder resettet hat, da war die Grafik, wollte ich gerade sagen, die Bildqualität super. Also ich fand sie ganz top von dem Video. Die Asynchronisität, also dass das Video nicht ganz so synchron war, war schade. Das habe ich, glaube ich, aber erledigt. Das Problem war auf meiner Seite, glaube ich, bei den Einstellungen. Und ansonsten habe ich, das Problem ist halt, oh, Viecher, dass, ja, dass ich das Programm ganz komplett nicht so im Griff bekomme. Deswegen nehme ich heute wieder ganz normal auf. Okay, das Hide will ich natürlich nicht alles mitschleppen, Gottes Willen. Ich habe 101, oder nee, 102 Pfeile dabei. Die wiegen eine Tonne Pfeile. Ich weiß gar nicht, warum Pfeile so schwer sind. Genau, Eisen habe ich auch noch mit aus den Bergen gebracht. Das schmelzte gerade ein. Wie gesagt, Sparkpuder habe ich gelernt. Und dann, anstatt als Holz nutze ich dann Sparkpuder. Ich höre Geräusche. Okay, tue ich das halt mal mit hier rein. Darf ich denn schon eine Eisenaxt bauen? Das müsste eigentlich genug Barren sein. Dann nehmen wir direkt eine Eisenaxt mit, weil das einfach mehr Sinn macht. Gut, ne, ernsthaft. So. Ist egal, wo das Wood lagert, ob das da ist oder da. Zup. Hier können wir jetzt eigentlich nichts reinwerfen. Ich weiß nicht, ob das hier länger drin hält, das Fleisch. Wir können ja mal gucken. In meiner Tasche sind es 1 Minute 17 und hier geht es nicht, weil kein Platz mehr da ist. Werfen wir mal was raus. So. Eine Minute, ja, nee, behält genauso lange. Also es verschwindet dann ins Nichts. So, ich habe Holz. Ich darf mir noch eine Eisenaxt machen. Das würde mir jetzt was bedeuten tatsächlich, weil ich will Eisenaxt haben. Die Folge wird ein bisschen kürzer, hoffe ich nicht eigentlich, aber wird passieren, weil ich jetzt gleich weg muss. Und durch diese blöden, durch diesen doofen Fehler jetzt von, ist das ein Fehler vom Aufnahmesystem? Ich weiß nicht, ich muss natürlich auch vorher gucken. Ist ja sonnenklar, ne? Warte mal, wir lassen mal 43 Pfeile hier. Dann sind sie wenigstens nicht alle verloren. Ich will mit euch ins Gebirge gehen. Da warten auf uns Kanus und Skorpione. Was nicht ganz so gut ist, ne? Jetzt nehme ich mal einen Schluck Wasser. Ich will nämlich Kristalle holen, damit wir uns mal... Das kann man nicht trinken, ne? So, Kristalle holen, weil ich mir Wassergläser machen möchte. Wassergläser sind ja sehr gut. Und an das Smiddy. Oder wo dürfen wir uns die überhaupt craften? Ich habe schon ewig kein Wasserglas mehr gecraftet. Wo ist denn das? Ich habe es gelernt. Das weiß ich. Ich habe es auf jeden Fall gelernt. Also Arme... Nee. Wo dürfen wir das Wasserglas nochmal bauen? Bin ich jetzt dämlich? Also ich habe es auf jeden Fall gelernt. Ganz weit unten. Den Ledersack. Und, also das kann man ja lesen, wartet. Da. Water, heavy. Es ist ein bisschen schwer. Waterskin, wo darf ich die denn nochmal herstellen? Hallo bitte? Da, Blödmann. Crystal, Hide und Cementing Paste. Haben wir ein bisschen was.
Warum denn Zementpaste? Keine Ahnung. Und ich werde mit euch jetzt in die Gebirge gehen und ganz sicher sterben. Ich habe eine Bola, nicht erschrecken, da sieht man da unten nicht. Ich habe nämlich in der letzten Folge die anständig, also die ohne Aufnahme, ohne Ton, anständig genutzt. Und zwar habe mich ein Raptor angegriffen. Ich habe den mit der Bola dann stillgelegt sozusagen und habe den dann mit dem Speer einfach mal platt gemacht. Eiskalt. Ja, und das ist leider niemals ein Video geworden, weil ohne Ton, ich kann ja kein ganzes Video ohne Ton veröffentlichen. Es ging 30 Minuten lang. So, eigentlich ist mir Sulfur jetzt sehr wichtig, aber wenn wir Kristall finden, bin ich eigentlich schon ziemlich happy. Also mehr will ich eigentlich gar nicht. Vielleicht können wir ja einen kleinen Umweg gehen, weil wir dürfen nicht so weit weg von zu Hause. Das ist sehr riskant aufgrund... Haha. Oh, hängst du fest? Oh, ja, ärgerlich, ne? Oh, das war nicht meine Absicht. Ich bin außerdem am Abzug. Ich komm auch schon wieder. Das ist ja ärgerlich. Oh, ist nicht gut. Ich dachte, er hängt fest. Willst du weg? Willst du abhauen? Du Vögel der Vögel? Du Urvogel? Eigentlich bist du nur ein trauriges kleines Hühnchen. Mehr bist du gar nicht. Ich muss auf den Buddy schießen, sonst geht's sonst nicht. Au, ich bin total englisch. Wir leveln verdammt geil beim Killen, weil hier durch die Berge latschen ist Killen einfach die mega, ne? Der hat Inventar. Ein Rezept. Rockwell. Okay. Ein paar Pfeile. Und ein Narko-Pfeil. Der ist auch ganz in Ordnung. Der Rest landet. Wow. Das ist eine dicke Ladung Hide. Also ich will jetzt, ich bin vorhin durch die Gebirge normal gelaufen. Hier buggen die Tiere besser. Hört sich ja furchtbar an, ne? Was ist das denn? Ein Truthahn? Hä? Sag nicht, das ist noch so ein Thanksgiving-Scheiß. Nein, 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 nein. Eisenspeer, sehr stark. Oh, ich dachte, er wäre tot. Jetzt ist er tot. Ah, man leckt mich doch, ey. Was ist mit euch los hier? Also Thanksgiving ist natürlich sehr amerikanisch und nicht deutsch. Und das scheint tatsächlich Thanksgiving zu sein. Ist ja cool. Was? Der greift mich an? Der tötet mich! Super Turkey! 250? Ich bin gerade sprachlos. Super Turkey Kill. Und wir haben nicht mal Thanksgiving. Oh Gott, ich muss nach Hause. Ich bin random gespawnt, ich Depp. Wo ist der rote Kristall? Da. Du backst auch fest, ne? Und das ist Gebirge, das ist mega weit weg. Halt, schon Gott, wenn ein Wasserloch da ist, ein Trichter und Schluck. So. Super Turkey, jetzt im Ernst. Ey Spiel, du machst mich wahnsinnig. Du machst mich, weil wir müssen uns Sachen wiederholen. Das wäre zu schade, wegen einem super Turkey. Nein, ein super Truthahn. Hat mich getötet. Wir haben schon wieder gelevelt. Ich gebe mir gerade alles auf Hearth. Bis 300, hat er gesagt. Soll ich Gummi geben? Will ich natürlich. Wir haben eine ganz blöde Tageszeit jetzt. Viel zu heiß, eigentlich, um rumzurennen. So viel ist mir schon bekannt. Aber einfach mal ins Gebirge gehen, ist nicht drin. Kein Scheiß, also es ist so schwer. Es ist einfach nie drin, einfach mal ins Gebirge zu laufen. Da sind Kanus ohne Ende, da gibt es Skorpione. Und ich dachte, ich wäre gut genug. Ich bin schon dehydriert. Was? Ich habe gerade einen Schluck getrunken. Das ist eine Sekunde her. Willst du mich verarschen oder was? Nö, ne? Ey, scheiß Hitze. Ja, aber ich muss meine Sachen holen. Super Turkey. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen in keinem Spiel. Und die bleiben jetzt dafür immer Level 250. Level 250 Turkey. Wenn ich den hab, der tut jeden Rex killen. Kriege ich überhaupt noch Ausdauer zu, wenn ich so durstig bin? Ja, ne? Ich trinke gerade einen alten Münster Weihnachtsbier. Bei mir sind es 17.39 Uhr. schmeckt nicht so gut. Ist einer meiner Lieblingsbiere, Altmünster, aber das Weihnachtsbier ist nicht so mein Fall. So, hier sind wir auf jeden Fall lang gegangen. Ich muss mich beeilen, sonst gebe ich gleich den Löffel ab.
Ach Mann, ich muss mich beeilen und das geht ja nicht. Er ist total ausgelaucht, der Charakter. Warum hat der für ein Paket hat? Ne? Das ist so ein Muskelpaket. Und jetzt killt mir hier so ein scheiß Turkey. Da ist der Turkey! Oh Mann, meine Leiche ist sogar noch da. Aber der ist nicht aggressiv oder so, ne? Und die ganze Rüstung geht schon im Arsch. Super Turkey. Guckt euch das Vieh an. Da ist das. Das ist ein kleiner Piepmatz. Ich muss mich nach Hause beeilen. So, haben wir irgendwo ein Wasserloch? Seht ihr eins? Nee, ne? Das muss ich jetzt echt flitzen. Halbe HP ist weg. Und Ausdauer ist echt gering. Was essen. Hilft auch. Nein, hilft überhaupt nicht. Krieg ich HP dazu? Nee, ich krieg HP weniger. Also wir brauchen eine Menge HP, wenn wir weiter zocken wollen, ganz gemütlich. Und ich habe einen Hitzschlag. Das ist alles so ungesund hier. Das ganze Spiel ist ungesund für mich und für den Charakter, der ständig die Löffel abgeben muss. Durch super Truthähne, also ehrlich. Finde ich aber geil. Also bin ich jetzt gar nicht so sauer drüber. Das hat halt ein kleines Mini-Easter Egg oder Spaß von den Entwicklern. Finde ich auch ganz witzig, ne? Da muss man überlegen, dass diese Truthähne in Amerika ja am laufenden Band geschlachtet werden, zig Milliardenfach gefühlt, ne? Und hier haben sie die Chance, sich an uns zu rächen, ne? Boah, guck mal, zu heiß, dehydriert, Hitzeschlag. Ich muss nach Hause. Das war ein Bäuerchen von diesen Weizen. Nee, gar nicht, kein Weizen, ist ein alten Münster Weihnachtsbier. Oh. Schreck mich doch nicht so, du Ding. So, kurz pausieren. Wir versterben nicht. Orientieren. Ich muss einmal auf die Karte gucken, weil ich habe mich vorhin auch mega verlaufen. Eigentlich muss ich dir einen geben, damit wir uns mal wieder verbrüdern können. Aber das Rezept, wir haben ein Rezept gefunden. Mind Wipe Tonic. Was macht das? When consumed, this tonic causes neutral overload. Synapse fire off too quickly, resulting in damage to the memory centers of the brain. Mein Erinnerungsvermögen, keine Ahnung, related to construction. Warning, this damit verliere ich alle meine Engrenzpunkte mit den Essen? Warum verliere ich gerade HP? Ach scheiße, Hitzeschlag. Und ich lese dann gemütlich eine Story. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, wo ich bin. Hitze, Schlag. Die sind Kakteen, ich bin total falsch. Oh oh. Hallo? Das ist mir gerade in dem Video, in den ohne Ton auch passiert. Ich bin einfach falsch gelaufen, weil ich mich vertue immer vom Gebirge aus. Wir müssen jetzt schon ein Stück laufen. Okay, wir haben noch ein bisschen HP, keine Angst. Wasser ist auch noch ein ganz kleiner Schluck drin. Komm, gib Energie, gib Leistung. Ausdauer, komm. Genau das ist mir gerade passiert. Also ich bin nicht verdurstet, ich habe es geschafft, weil ich hatte keinen Hitzeschlag, weil das Wetter natürlich noch früher war. Aber ich habe mich einfach total verlaufen, weil hier alles verflucht nochmal gleich aussieht. Ich werde sterben. Ich werde nicht schaffen. Und so ein Hitzeschlag, kein Scheiß, ist lebensbedrohlich. Ich muss nur in eine Hütte kommen. Komm, ein bisschen HP ist noch da. Ja, wir laufen auf jeden Fall richtig. Aber dann kriege ich eine Ausdauer mehr. Wo war meine verfickte Hütte? Es sieht hier einfach verflucht nochmal alles gleich aus. Das ist mein großes Problem. Okay, ist immer noch ein bisschen HP da. Ist noch was da? Wir können sogar gucken, wie viel. 50 knapp, also 45 knapp. Nicht rennen, bringt mir jetzt nichts. Wir müssen auf jeden Fall in der Richtung hier. Richtung großen Obelisken, roten Obelisken. Hab ein gutes Gefühl. Und die Dinos bringen mich mal ganz aus dem Konzept, ey. Da unten. Hütte. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Durst hat er. Soll ich noch was trinken? Ja, ne? Wäre sonst dumm. Die HP, die haben wir noch. Boah, es geht runter wie nix. Wo ist mein Zelt hin? Ich habe vergessen, wann es kaputt gegangen ist. E-Water. Baby.
bist in dein Haus. Es bleibt stehen. Du hast keinen Hunger, du hast keinen Durst. Du solltest Energie wieder bekommen. Oh, überlebt! Oh nein, meine Ausrüstung, wo ist sie hin? Hä? Ist sie kaputt gegangen durch den... Hä? Ich bin ja nur einmal gestorben, oder? Kacke, Kike. Naja, aber wir haben auf jeden Fall ein mega geiles Rezept gefunden, ne? Aber ob ich das nur brauche oder nicht, das Mindwipe Tonic, also unser unsere Erinnerung vernichten. Ich sag danke fürs Zusehen, sorry für die kurze Folge und nicht viel geschafft, außer dieses coole Rezept. Vielleicht sagt ihr mir, du musst das lernen, du hast sowieso wieder alles falsch verstanden. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Ark. Sollte morgen ganz normal kommen, wir nehmen wieder hier mit auf. Bis dann.